Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht's um was ganz Besonderes, was ganz Feines. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber es gibt einen neuen Make-up-Contest und wer wäre ich, wenn ich da nicht mitmachen würde? Und zwar die Art Babe Awards. Und das ist was richtig Cooles, denn das wurde von ein paar Influencern, Beauty-Gurus auf die Beine gestellt, ganz allein. Es gibt mega viele tolle Sponsoren. Es wird 3 Gewinner geben, 1. Platz, 2. Platz, 3. Platz. Und ja, ich denke, ihr solltet da am besten mal selber vorbeischauen. Der Wettbewerb zeichnet sich aus dadurch, dass halt wirklich nicht mit Votings oder so auf die Followerzahl geachtet wird, sondern es geht wirklich einfach nur ums Talent, ums Make-up, egal ob man einen Follower hat oder 40.000. Jedenfalls solltet ihr auf jeden Fall mal auf Instagram bei denen vorbeischauen. Und zwar wurde das Ganze auf die Beine gestellt von Gary Amazon, David Lovrick, Jasmin Ninnemann, meiner süßen Pia Pelnik, mit ihr hatte ich sehr, sehr viel Kontakt während der Face Awards und ist mir schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Und Calicia. Unter anderem sind Sponsoren How Cosmetics, Eglow, Banana Beauty, Ardell, BH Cosmetics, NYX Cosmetics und noch viele mehr. Und die hauen alle wirklich richtig krasse Gewinne mit dazu. Und ja, das hier ist quasi mein Entry. Also eigentlich braucht man nur ein Foto auf Instagram hochladen. Aber ich dachte, wer wäre ich, wenn ich nicht ein Video dazu machen würde, ne? Und zwar die erste Challenge der Art Babe Awards ist Blend but don't blend in. Und zwar geht es darum, dass man eigentlich machen kann, was man möchte. Man soll quasi sich der Jury einfach vorstellen mit dem, was man so macht, was einen im Make-up auszeichnet. Man kann seine Kreativität freien Lauf lassen und ja, einfach machen, was man will, was zu einem passt, was man sonst gerne macht. Es kann alles Mögliche sein. Und ja, das probiere ich heute mal. Was mache ich gerne? Ich mache, ja, SFX manchmal, aber halt auch nicht so sehr oft. Und dann mache ich unglaublich gerne Face Paints. Und ich mache aber auch ganz, ganz normale Beauty-Augen- Eyeshadow-Make-up-Sachen. Was mich auszeichnet für mich selber, das wissen vielleicht nicht viele, aber für mich selber ist das schon jahrelang klar. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Ich lebe für Esoterik und bin auch sehr angetan vom Buddhismus tatsächlich. Ich meditiere auch ganz, ganz viel, glaube an das Gesetz der Anziehung. Und ja, da dachte ich, ich mache dazu ein Thema. Dann lasst uns mal loslegen. Zuerst fange ich an mit Hautpflege, denn dann sitzt einfach alles ein bisschen besser. Und zwar mache ich da meine ganz normale Morgenroutine. Auch wenn es jetzt schon 15:30 ist, weil ich zu nichts komme. Egal. Und dann nehme ich zuerst von The Ordinary Marine Hyaluronics und klatsche mir das einmal über mein gesamtes Face. Und als nächstes nehme ich meine Tagescreme von Alpha Age, der Daily Essential Moisturizer mit Lichtschutzfaktor 50+. Das riecht so geil nach Sonnencreme. Ich liebe den Geruch von Sonnencreme. Boah, das ist so ein schöner Glow. I love it. Und ich glaube, das zeichne ich mir erstmal vor. Und dafür nehme ich den Slide On, Glide On, Stay On and Definitely Eternal Waterproof Extreme Shine Eyeliner von NYX. Ich mache erstmal meine Base. Als Primer benutze ich den NYX Honey Dew Me Up Primer. So, und als Foundation nehme ich die NYX Born to Glow Foundation. Ich liebe zurzeit auch so sehr glowige Haut. Auf matte Foundation greife ich zurzeit irgendwie gar nicht mehr zurück. Als nächstes Concealer, nämlich die Kunstlab One-Stop Concealer von NYX. Zuerst in der Farbe 07 Natural, um so dunkle Stellen abzudecken. Und dann in der Farbe 01 Pale zum Aufhellen. Zum Abpudern benutze ich jetzt das HD Finishing Powder von NYX. Okay, ich mache jetzt, glaube ich, erstmal meine Augenbrauen. Und dafür nehme ich ein Augenbrauenpuder von Make-Up Factory in der Farbe 02 Soft Granite.
fixieren nehme ich hier noch das Eyebrow Fixing Gel von Makeup Factory. Dann würde ich sagen, ich gehe erstmal weiter an der Haut. Und zwar möchte ich da so ein bisschen himmelartig das gestalten, so sonnenuntergangsmäßig. Das fände ich, glaube ich, cool. Zuerst gehe ich in die Off-Tropic Palette von NYX und nehme diese Auberginenfarbe. Das war jetzt auch also die erste Farbe vom Himmel quasi und so meine Grundkonturfarbe. Ich gehe jetzt, denke ich, nochmal in der Farbe, wo ich so ein bisschen was verstärke. Und das wird dieses Lila sein hier. Und jetzt gehe ich in dieses Blau hier und gebe das hier oben nochmal so hin. So, ich habe ja schon mal ein bisschen vorgearbeitet, während der Kamera Akku geladen hat. Mal gucken, wie lange es diesmal hält. Die Konturen hier habe ich noch mit dem Pink aus der orangenen Off-Tropic Palette ausgeblendet und dann aus der lila Off-Tropic Palette mit diesem Korallorange. Und von hell zu dunkel habe ich auch diese vier Farben hier nochmal um den Buddha drum verblendet. Und jetzt mache ich weiter mit dem Augen-Make-up. Und zwar habe ich bereits als Transition Color von der Digital Future Palette von BH Cosmetics diese beiden Farben hier gemischt. Und da gehe ich in meinen Innen- und Außenwinkel mit dieser Farbe, diesem leicht roséfarbenen Braun. Dann nehmen wir ein bisschen Concealer. Gehe ich als nächstes in dieses Gold hier oben. Und hier dieses kleine Dreieck, was hier jetzt noch frei ist, wo es ja auch ein bisschen verdunkelt werden kann und ein kleiner Akzent gesetzt werden kann, gehe ich in dieses sau geile Duochrome Lila. An meine untere Wasserlinie gebe ich jetzt dieses wunderschöne Blau hier. Highlighter setze ich an den Augen auch schon mal im Innenwinkel und unter den Augenbrauen. Und dann nehme ich den Born to Glow Highlighter von NYX in der Farbe 01 Stand Your Ground. Ich überlege gerade, ob ich da noch ein bisschen tiefer reinbringe. Und zwar nehme ich die NYX Ultimate Edit Palette in der Farbe 04 Ash und gehe in das Grau. Ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt was zum Wimperntransverdichten. Und da nehme ich mir einen Four Blacks Kajalstift von NYX in der Farbe 08 Onyx. Dann habe ich heute das neue Video von Ariana Grande, und Lady Gaga gesehen. Und ich fand ihren Lidstrich ganz schön geil. Und ich probiere das jetzt mal aus. So, und da ich jetzt ganz schön bedeckt aussehe, verdicke ich mir die Wimpernlinie hier nochmal mit dem ganz neuen schwarzen Eyeliner von Makeup Factory. Der Liquid Eye Designer. Und tusche mir die Wimpern mit der On The Rise Mascara von NYX. So, der Kamera-Akku musste mal wieder laden. Ich erzähle euch mal kurz, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ich habe mir Wimpern aufgeklebt. Und zwar die Wicked Lashes von NYX in der Farbe im Style 12 Wixen. Dann habe ich mein drittes Auge hier weiß ausgemalt. Da habe ich diese SFX-Farbe von NYX genommen. Für die Iris habe ich die Vivid Brights Cream Color von NYX in der Farbe 02 Aqua Saphir genommen. Die Pupille habe ich mit der SFX Cream Farbe von NYX in Schwarz ausgemalt. Und dann nochmal hier so Reflexionen mit der weißen Cremefarbe und mit dem Wet Plank Eyeliner gemacht. Dann habe ich hier noch die Sonne golden ausgemalt oder den Heiligenschein, was auch immer, von NYX mit der Cremefarbe in Gold. Ach ja, genau. Und dann habe ich noch mit dem hellen Concealer hier Augenlider nachgemalt. Und mit dem dunkleren Concealer in 07 habe ich meinem Buddha hier ein bisschen Hautfarbe verpasst. Für den Umhang von meinem Buddha werde ich die Vivid Brights Cream Color von NYX in der Farbe 12 Pillow Talk nehmen. Ich mache es immer erstmal so als Grundierung mit der Cremefarbe und arbeite dann nochmal mit Lidschatten nach. Genau, und dann nehme ich mir wieder die Off-Tropic Palette. Ich mache erstmal die helleren Stellen. Dafür nehme ich
dieses hellere Braun. Und für die dunklere nehme ich das dunkle Braun. Und bei der Haut mache ich das natürlich genauso. Dann nehme ich für die Highlights diesen Ton hier. Für die dunkleren nehme ich diesen Ton. Und damit das noch nicht tief genug ist, glaube ich, die Schatten von der Haut, gehe ich nochmal in dieses Braun hier, in das hellere Braun, nur ein bisschen und gehe dann nochmal in diese dunkleren Stellen. Der hat ja hier noch so eine Haube auf und da nehme ich den NYX Epic Ink Liner in der Farbe Braun und setze mir dann damit ein paar Punktchen. Dann mache ich eben diese Krone noch hier oben drauf mit dem Vivid Brights Eyeliner von NYX in der Farbe Vivid Delight. Jetzt mache ich die Outlines von dem Buddha und zwar mit dem Death Support Eyeliner von NYX in dem Stil Hella Fine. Und ich nehme den Glitter Golds Eyeliner in der Farbe 05 Gemmo-Mile. Damit setze ich jetzt bei dem Umhang, weil der ja ganz krass gemustert ist, eigentlich so ein paar schöne Details. So, den Glitter Golds Eyeliner nehme ich jetzt auch nochmal, um so ein paar Akzente in der Iris zu setzen, weil ich habe auch so ein paar Iris goldene Striche im Auge. Dann nehme ich den letzten Point Eyeliner in Super Sketching, um mir damit Wimpern auf meinem Auge. Jetzt nehme ich mir den Vivid Brights Eyeliner in der Farbe Vivid Halo und mache mal noch ein paar Sternchen hin. Jetzt fehlt nur noch Lippenstift. Ich finde dieses Goldfarben eigentlich schon ganz schön. Dann nehme ich zuerst den Lip Primer von Make-Up Factory und dann den Lip Stroke von Huda Beauty in der Farbe Ritzy. Dann nehme ich wieder den Born to Glow Highlighter. Und jetzt setze ich nochmal alles mit dem NYX Bare With Me Spray. So, das ist das fertige Make-up, mein Entry für die Babe Art Awards. Babe Art Awards. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Was hättet ihr geschminkt? Würde mich auch mal interessieren. Genau. Und lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Hier findet ihr jetzt noch mein letztes Video und mein vorletztes Video. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye!